Hallo Leute, heute schauen wir uns wieder an vom lieben Rezo, nämlich der hat ein neues Video hochgeladen. Und zwar diesmal über TikTok-Schwurbler. Davon gibt es sehr viele, das sind irgendwelche Leute, die irgendwelche Unwahrheiten, Fake News weitererzählen und denken, das wäre wirklich die richtige wahre Wahrheit. Und denken dann alle anderen Lügen und sowas, ne? Die Medien soll man nicht vertrauen, oh, ihr Schlafschaf und sowas. Gab es ja seit Corona sehr, sehr viele oder sehr viele davon sind ins Licht gekommen. Und TikTok ist da eine sehr große Spielwiese für die. Und deswegen mag ich Plattform immer noch nicht. Deswegen gucken wir mal rein, was Rezo dazu sagt. Wieder eine weitere Folge von Rezo und dem TikTokler. Auf irgendeine Art und Weise, hops, let's go rein da. Moin Leute, oder soll ich besser sagen? Moin, Schafe. Weil die allermeisten von euch Oh immer ja, noch sag ich ja, Schlafschafe, ne? Ja, ich hab's wieder raus hier. blind durch die Welt gehen und einfach noch nicht aufgewacht sind. Und ich weiß das jetzt, weil ich war auf TikTok unterwegs. Mal wieder. Ihr Ja. wisst, da gibt's verschiedene Akteure. Manche ein bisschen unangenehm, I just wanna. Ja, genau, manche ein das bisschen war's. drüber. Ich zieh Geld an, wie ein Magnet! Aber diesmal. Und dann gab es noch diese Leute, die Christen, ne? Die auch schon letztes Mal da, die übertriebensten, krassen Christen. Na, da gibt's auch ein paar Kandidaten, War das anders? Ich bin auf wohlinformierte, intelligente Menschen gestoßen, die mir in den vergangenen Wochen nicht nur einmal die Augen geöffnet haben. Menschen, die von großen Teilen der Gesellschaft missachtet, belächelt und diskreditiert werden. Und heute soll's gehen. Ja, zu Recht. Zu Recht. Genau um diese Menschen gehen, die heroisch und furchtlos ihre Reputation aufs Spiel setzen, nur um uns die Augen zu öffnen und für die Wahrheit einzustehen. Die erste Dame auf meiner For You-Page hat mich nämlich über Folgendes aufgeklärt. Wie drehen Sie mal das Wort Leben um? Das Wort Leben umdrehen. Ja, da kommt Nebel bei raus, das habe ich schon oft mitbekommen, weil zum Beispiel ist Nebelnik, der YouTuber-Streamer, falls ihr den kennt, heißt rückwärts auch kein Leben, weil ich auch sehr cool finde. Also, das habe ich auch nicht gewusst. Jetzt weiß ich es ja. Unsere deutsche Sprache ist eine sehr wertvolle Was heißt das Sprache. dann, wenn man es umdreht? Nebel. Wir sind vernebelt. Holy. Ich glaube eher, sie ist ein bisschen vernebelt, was sie so alles zu sich genommen hat. Shit. Jetzt, wo sie es sagt. Ich habe das for real noch nie ausprobiert. Wenn man Leben schreibt und das jetzt rückwärts schreibt. Oha. Ich glaube, die meisten von euch wussten das nicht. Ich wusste das auch nicht. Und ich habe das jetzt auch einfach mal mit noch mehr anderen Worten ausprobiert, weil das ist ja wichtig, da noch ein bisschen zu recherchieren. Wenn man zum Beispiel ApoRed schreibt und man dreht das dann Der um, Umfang, dann ja. kommt da. Das heißt, ApoRed ist. Mein Opa? Ich hab mal Leute. Oha, sind jetzt so einiges. ApoRed, rot, die Farbe rot. Rezo, blaue Haare. Ich sehe ihn an der Verbindung. Oh, Digga, ich kann das gar nicht glauben, diese Ehre. Ich stamme einfach vom Main Character ab. Ich habe mich schon gefragt, woher ich das habe, dass ich so gut mit Geld umgehen kann. Ey, aber gucken wir mal weiter, was die Frau noch zu sagen hat. Wissen Sie eigentlich, dass unsere Kirchen, unsere Rathäuser einst mal in einer Hochkultur Batterien waren? Was? Warte, warte, Was? warte. Batterien waren? Freie Energie, kennen Sie das? Der Nebel, ja, Batterien. Ich habe schon immer gesagt, dass der Kölner Dom wie so ein 9-Volt-Block aussieht. Boah, das ist so ein crazy Gefühl. Endlich mal. Der geht ja voll Sinn, wegen ihrer Nebeltheorie, Leben Nebel. Die haben ja auch in Kirchen diese Räucherdinger, da kommt ja auch Rauch raus und Rauch ist ja auch ähnlich wie Nebel. Und wenn das ganze Batterien sind, dann hat er quasi der Nebel der Batterien die Batterie geladen und das ist Leben. Wisst ihr? Das ergibt ja voll Sinn, weil die Schublerei weiterfährt, ey, huch. Mal die Augen zu öffnen, die Dinge zu sehen für das, was sie sind. So, ihr habt es jetzt, glaube ich, verstanden. In diesem Video werden wir uns mit Verschwörungstheorien auf TikTok befassen. Teilweise geht es sogar um richtig beängstigende Aber Sachen. hier in Anführungszeichen die Theorien. Was sind ja keine Theorien, das sind ja Fake News. Ne? Theorien basieren ja auf irgendwas. Das basiert auf nur Schwachsinn. Die für die Gesundheit gefährlich sind. Jetzt soll man auch lieber sagen, Verschwörungserzählungen soll man halt eher sagen, weil es halt nur Erzählungen sind und keine Theorien wirklichen. Kennt ihr zufälligerweise die Studie, die in Oxford gemacht wurde mit 8000 Katzen? Nee, die kenne ich jetzt nicht. Sehr interessant. Also, 8000 Katzen haben alle ausschließlich Futter und Wasser aus der Mikrowelle bekommen. Okay, aber was ist daran jetzt schlimm? Nach 2 bis 3 Wochen haben sie schon ihre Wesenszüge verändert und einige wurden homosexuell. Was? Ja! Ja. Mein Gott, das habe ich noch nie gehört. Ach Mann, die sagen immer diese eine Studie. Diese eine Studie.
Link, Quelle dazu bitte, würde ich auch gerne mal interessieren, woher sie diese eine Quelle da hat, die eine Studie da, wo sie die hat. Vom einen Studie sagt ja gar nichts aus, es müssen ja schon mehrere sein, die es bestätigen können, wenn es überhaupt eine gäbe, wenn überhaupt. Aber das ist nämlich Homo-Shit. No homo. Also, Homosexualität ist nicht normal und du kannst davon frei werden. Puh, Alter, das ist auf jeden Fall... Ja, dieser, ich habe seinen Namen vergessen, mit T fängt's an oder sowas, der hat viel so Kacke erzählt. Der hat ein ziemlich, ziemlich bescheuertes Weltbild so. Harter Tobak. Gucken wir mal weiter. Und bereits nach 3 bis 4 Wochen waren alle Katzen tot. Ah, ich dachte schon, die wären irgendwie homo geworden. Aber ey, ist ja alles gut. Ich sehe hier in den Kommentaren übrigens, dass sie nach einer Quelle gefragt wurde für diese Studie. Eben. Sie hat darauf auch geantwortet, hat jetzt keine Quelle geschickt, aber ich kann es verstehen. Ich finde es total peinlich, dass sie überhaupt nach einer Quelle gefragt wurde. Immer Quelle hier, Quelle da. Warum will man immer Belege haben für irgendwas? TikTok, Digga, glaub doch den Leuten. Kein Wunder. Ich werde die hat einfach erzählt bekommen von anderen, dass es eine Oxford-Studie gibt, und hat sie wieder weitererzählt, dass es eine Oxford-Studie gibt, und das hat sich ja so weitererzählt. Die hat es nicht, deswegen heißt es auch Verschwörungserzählungen, weil es nur Erzählungen sind. Das sind keine Theorien, Fakten, auf irgendwas beruhend. In den Studien gar nicht. Einfach nur Schwublerei. Na, dass es hier den Bach runtergeht. Armes Deutschland. Ey, aber ganz kurz, bevor wir jetzt das nächste TikTok gucken, möchte ich euch ganz kurz von was erzählen. Ich habe nämlich mies recherchiert. Und ich erzähle euch jetzt von einer Sache, die ist so krass, die wird euch so wegflashen. Ihr werdet denken, oh, wie krass das ist. Wir machen jetzt einen Test und daran kann ich erkennen, wer von euch aus der Matrix aus. So, jetzt kommt hier Spark-Merch oder sowas. Werbung. Wer noch nicht. Was seht ihr hier? Lasst euch ein bisschen Zeit. Guckt genau hin. Oh nee, nicht das scannen, jetzt, was nein, ihr da sehen nein. Könnt. Wenn du jetzt sagst... Nein, bitte jetzt nicht die Theorie, dass Vögel in Wirklichkeit irgendwelche Drohnen sind, die es gar nicht gibt. Dass Vögel absolut nur robotergesteuerte Kameras sind. Safe nicht. Ey, Rezo, das ist eine Taube. Da musst du dir leider sagen... Du Goofy. Falsch. No. Du bist Häfchen. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man offensichtlich, das ist eine Spion-Drohne. Ja, die jetzt Kamera, doch. Ein Mikrofon. Ja! Genau! Oh, da gibt es wirklich Theorien auch zu. Wenn da wirklich jemand jetzt glaubt, ne, dann raste ich aus. Wenn es wirklich jetzt noch einen gibt, der sowas glaubt in Deutschland, dann raste ich aber echt aus. Genau wie ich habe heute noch ein Video gesehen von so einem Typen, der glaubt, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Und das erklärt damit, dass ein Flugzeug nicht auf dem Kopf fliegen kann, weil es immer um die Welt fliegt und ist ja auf dem Kopf. Und dann kann es ja nicht fliegen so. Also ist die Erde flach. Die Batterie ist hier an der Stelle. Die kann die Batterie sogar aufladen über die Füße hier. Deswegen sind Tauben manchmal auf so Stromleitungen. Und ich weiß, manche von euch werden jetzt sagen so... Stimmt, jetzt erklärst du, warum Vögel dann so Stromleitungen sind. Siehst du, aus solchen Kacksachen leiten sich Leute sowas her. Ey, Rezo, ganz kurz, warte mal, komm mal kurz runter. Diese Taube wird doch mit Sicherheit von der Regierung eingesetzt, um uns alle zu überwachen. Und ich sag, ja, genau das, ihr habt recht. Danke, dass ihr es gesagt habt. Ich meine, woher weiß sonst Google Maps, wo ich bin? Die wissen immer, wo ich bin. Aber zu diesem Taubenthema. Stimmt. Woher weiß Google Maps, wo ich bin gerade? Liegt nicht am GPS-Ding hier drin. Nee, und in der Verbindung auch nicht. Nein, gar nicht. Nee, das die Tauben, Leute, die Tauben. Und das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Habe ich folgendes TikTok noch gesehen. Wenn ich höre, wie jemand darüber... Aber wie gesagt, diese Vögeltheorie liest nicht nur auf Tauben, sondern auf generell Vögel. Das ist ja generell Vögel. Redet, dass Tauben Drohnen vom Staat sind, die die Menschen überwachen. Wahnsinn. Sie freut sich. Das heißt, wenn sie jemanden trifft, der daran glaubt, dass Tauben Drohnen sind, dann scheint sie das gut zu finden. Und dann habe ich drüber nachgedacht, weil vielleicht könnte sich dieses ganze Thema, also dass ich jetzt erwacht bin, vielleicht könnte sich das auf mein Datingleben auswirken. Vielleicht habe ich jetzt mehr Chancen auf dem Datingmarkt. Also wenn ich was über die flache Erde in meine Tinder-Bio schreibe, bekomme ich mehr Matches. Wenn ich an Chemtrails... Ja, das liegt nur daran, dass Leute halt jemanden suchen, die gleichen Denkweise haben. Die suchen, das ist ja immer Gleichgesinnte. Das ist ja voll normal. Du suchst ja jemanden, der deiner eigenen Wertvorstellung auch entspricht. Ich würde niemals jemanden daten oder jemanden daten, die an Verschwörungserzählungen glaubt. Niemals. Ich hatte vor einer ganzen Weile auch mal ein Date, schon Jahre her, die hat mir erzählt, dass sie irgendwie an Geister echt glaubt und dass sie Fußabdrücke auf ihrem Tisch gesehen hat, während sie den Tisch gewischt hat und sowas. Und dass sie denkt, dass das ihr Opa oder so ist. Da habe ich auch gedacht, okay, da bin ich raus, I'm sorry. Kam auch zunächst dann später, weil halt die halt jemand sucht, der ihr glaubt und die ihr der Mut zuspricht. Ich konnte es halt nicht, war da so, ah, okay, gut. Nee, danke.
glaube, dann habe ich mehr Game. Und wenn ich über Reptilienmenschen rede, dann bekomme ich endlich mehr Pust. Naja, ich wünsche mir eine Welt, in der es so wäre. Er meint Pusteln. So, Leute, wenn ihr darüber redet, dann kriegt ihr mehr Pusteln. Passt auf, Leute. Sehr schön. Stell dich bitte kurz vor. Hallo, ich glaube nicht, dass Vögel Drohnen sind. Ich glaube, das sind halt Tiere. Wisst ihr, wenn man einmal auf TikTok in diese Bubble kommt, dann taucht man zwangsläufig... Aber diese Fernsehformate stelle ich mir unglaublich cringe vor. Wenn ich dann so viele sage, sie sind raus, das wär mir so persönlich mega unangenehm. Oh nein. Einen in so ein Rabbit Hole. Auch einfach von der Frage getrieben, was gibt es sonst noch da draußen, was ich noch nicht weiß und was die Frauen heiß macht auf mich. Wo hat man mir sonst in meinem Leben noch so viele Lügen erzählt? Was wird sonst noch verheimlicht? Und vor allen Dingen, wer verheimlicht das? Die Wirtschaft da oben! Gibt so da oben Party meinen. Die da oben! Ja, Mann, aber... Wer sind die eigentlich? UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Was machen die dann damit? Essen, quälen die, trinken das Blut, wenn sie es vorher gequält haben. Lassen Kinder gegeneinander kämpfen, der Verlierer wird gefressen. Also ich habe von den Theorien schon gehört, von QAnon und sowas, diesen komischen Schwurbler-Geschichten, von der Elite und sowas. Die dieses Adenochrom aus den Kindern trinken müssen, damit sie unendlich lang leben können. Davon habe ich schon gehört. Auch durch Corona viel halt, ne? Weil es dadurch halt viele darauf aufmerksam gemacht haben, weil sie durch Corona halt nicht wussten, was abgeht jetzt und haben sich halt die Hilfe bei diesen einfachen Erklärungen gesucht. Und da kam auch viel sowas zu Licht zutage, halt auch von der Elite und sowas. Aber dass die jetzt Kinder gegeneinander kämpfen lassen und so, das ist mir jetzt auch neu. Warum wisst ihr davon nichts? Ja, warum wissen wir eigentlich nichts davon? Weil wir offensichtlich nicht richtig aufgeklärt wurden. Also mir wurde es nicht in der Schule beigebracht, auch nicht in der Uni. Und ich finde, die Aufklärung über sowas Wichtiges, die sollte doch nicht erst in der Uni starten oder im Abi oder so. Ich finde, das sollte schon viel, viel früher anfangen. Aber zum Glück verändert sich da auch, glaube ich, einiges. Ich habe neulich zum Beispiel in der Buchhandlung dieses Buch hier gesehen. Conny geht nicht mit Fremden mit. Ja. Weil es könnten Eliten sein, die sie essen wollen. Finde ich progressiv für so ein Kinderbuch. Oder hier, der Klasse. Diese Conny-Memes, die sind ja auch an Trend aktuell auf TikTok so. Jakob überlebt die Hunger Games der Eliten. Ey, ich finde es so schön, wenn man merkt, dass so Kinderbücher mit der Zeit gehen und nicht mehr so veraltete Weltbilder vermitteln, ne? Und so können wir als Gesellschaft früh schon aufklären, das Bewusstsein schaffen für die kinderessenden Eliten. Wisst ihr, wer da nämlich auch mit drin hängt? Fucking Bill Gates. Der hat nicht nur hier Microsoft, Excel, Outlook auf dem Schirm. Kinderessen hat er auch auf der Agenda. Ja, habe ich gelesen. Der ist so tief. Und der hat durch die Impfung uns alle auch Chips implantiert. Ja, ja, wisst ihr jetzt Bescheid? Habt ihr auch schon einen 5G-Empfang bei euch, Leute? Bald 6G. Müsst ihr Update machen. Müsst ihr einen Finger in die Wand stecken und dann empfangt ihr die Strahlen. Oder am besten Vogel füttern. Die Vögel, die geben euch neue Updates dann in der Nähe durch WLAN und so, wisst Bescheid, ne? Guck und so, wenn ihr es jetzt mal glaubt, erzählt das weiter und dann sagt, ich habe gehört von so einem Forscher, werde ich dann plötzlich und dann ne, so erzählen sie, deswegen heißt es auch Verschwörungserzählungen, weil es halt nur Sachen, die erzählt wurden. Was er jetzt für Sachen macht, ich bin schockiert. Nee, sorry, das war was anderes. Ey, aber genug. Herr Newstime, einfach Ehrenmann. Genug jetzt von kinderessenden Eliten. Es gibt auch Themen, bei denen man nur vor die Tür gehen muss, um zu verstehen, dass wir angelogen werden. Hier zum Beispiel. Wacht auf. So, ich muss jetzt einfach. Wacht auf. Kann mir das bitte einer erklären? Heute ist Freitag, der 16. September. Und es ist tags und ich kann hier den Mond sehen. Am Tag. Bei allem, was ich jetzt schon gehört und gelesen habe. Wieso sehe ich jetzt den Mond, obwohl es Tag ist? Krass. Ja, es ist ganz normal Tag und ich kann hier den Mond sehen. Heftig. Krass. Flat Earth, Leute. Ja. Ich weiß nicht. Nein, nein, das ist eine Theorie. Jetzt ist hier eine flache. Das ist jetzt eine Theorie, oder was? Flat Earth, Leute. Oh mein Gott, ey. Ach, nee, wirklich. Oh. Wie viele Beweise man noch braucht. Das ist halt weird, ne? Also, mein Guess. Das ist safe CGI. Aber sowas häuft sich ja auch. Ich habe zum Beispiel noch so einen Clip gesehen von so einer Anomalie. Gucken wir mal rein. So Leute, ich muss hier... Entschuldigung. So Leute, ich muss hier einfach mal auch ein Video machen. Kann mir das einer erklären? Hier ist heute der 27. Januar, mitten am Tag. Und die Sonne scheint nicht. Ihr seht es, alles hell draußen. Aber seht ihr irgendwo die Sonne? Ich sehe sie nicht. Also es ist hell draußen.
aber die Sonne ist nicht da. Die ist nirgendwo zu sehen. Also ich weiß echt nicht, wie viele Beweise man noch braucht. Flat Earth, Leute. Ey, Leute, es ist langsam nur noch beängstigend. Wie soll man sich das erklären? Die Zeichen sind ja offenbar da. Wir müssen nur die Augen öffnen. Come on, Leute, ich sehe doch in diesem Video, dass da keine Sonne ist. Ihr habt's doch auch gesehen. Kann das wirklich sein, dass die Erde Scheibe ist? Ich komme mir jetzt so dumm vor, weil ich das all die Jahre nicht geglaubt habe. Ist die Erde wirklich rund? Seien wir uns doch mal ehrlich. Warst du schon mal im Weltall, dass du es weißt? Nein, war ich nicht. Ich war es nicht. Doch der Hand. Die Erde ist flach. Sie ist einfach... Es gibt wirklich deutsche Menschen, die daran glauben. Oder die Leute, die glauben nicht daran, aber verkaufen das als Wahrheit, um da auf Flicks zu ziehen. Das sind ja auch vielleicht ein paar Leute, die das so denken. Aber... Und sowas komischerweise halt nur auf TikTok, ne? Ganz komischerweise. Richtig komisch. Wir sind nicht auf YouTube Shorts oder Reels. Warum sind viele auf TikTok? Wie eine Kartoffel plattgedrückt worden. Ja, wie eine... Warum ist eine Kartoffel plattgedrückt? Kartoffel. Plattgedrückt worden. Bis heute ist es ein offenes Geheimnis. Aber warte kurz. Ich will ja generell skeptisch sein, deswegen frage ich mich schon... Woher weißt du, Goofy, das denn? Warum ich das weiß? Genau. Ganz einfach, weil es so ist, weil es keine Gegenbeweise gibt. Fuck, der hat mich überzeugt. Ihr habt es gemerkt, ich war auch da skeptisch, aber wenn es keine Gegenbeweise gibt, dann ist es so. Julia Beautix geht nachts immer in den Park und schmeißt mit Gönnergy-Dosen auf Rentner. Gibt es Gegenbeweise? Nein. Nein. Also, ist es so? Ey, das ist alles so crazy. Das heißt. Stimmt. Das ist ja dann wirklich so. Da hat er voll recht. Weil, wie will Julia das beweisen, dass er das nicht macht? Stimmt. Das Märchen von der runden Erde ist halt auch jetzt debunked oder was. Aber genug von der Erde. Es gibt noch viel mehr. Lass das nächste gucken. Ein Mechaniker in den Niederlanden hat an einem 5G-Mast eine Kassette anbringen sollen. Ein Mechaniker in den Niederlanden hat an einem 5G-Mast. Eine Kassette anbringen sollen, okay. War der neugierig, der hat da reingeguckt. Da stand Covid-19 drauf. Okay, warte, das ist jetzt aber nicht so eine Schwurbelsache, oder? Nee. Das heißt, wenn wir uns impfen lassen, ist dort ein Chip drin. Und der hat ganz einfach durch ein System, durch einen Quantencomputer, hat der Zugriff dann... Alter, wenn wir Quantencomputer hätten, wäre übelst krass. Ich will schnell einen Quantencomputer auf dem Handy haben, bitte her damit. Derjenige, der geimpft ist. Also Chips eingepflanzt durch die Impfung. Das ist jetzt aber safe einfach irgendein Verschwörungsgebrabbel, oder? Und dann werden wir, und ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, glauben Sie mir das? Nein! Ach so. Hey, ich dachte schon, das geht in so eine Richtung von so Verschwörungsschwurbelzeug. Da war ich mir gerade nicht so sicher. Also irgendwas mit Chips im Blut und da kann man ja schnell mal wohlinformierte Leute mit Schwurbeln verwechseln. Also gut, dass sie es am Ende gesagt hat. Tut mir wahnsinnig leid, dass ich da so vorschnell geurteilt habe. Okay, das heißt, wir hatten jetzt Anekdoten. Wir hatten davor. Aber das Video, das habe ich ja schon angesprochen mit den Chips. Das habe ich mich auch schon gesehen, ja. Sachen, bei denen man nur vor die Tür gehen muss. Aber ich weiß ja, dass ihr nicht gern vor die Tür geht. Deswegen hatte ich hier jetzt noch was gefunden, das kann man von zu Hause aus nachvollziehen. Gib das in Google-Übersetzer ein. Komisch, dass sowas rauskommt. Quelle Google immer. Google-Übersetzer vorher beste Quelle, generell in allem. Elite, iss dich selbst. Medika. Einfach Latein. Medikament. Ach Mann, ey. Ach nee. Medikament. Lüg mich an. Übersetzt aus Hindi. Lüg mich an. Servus. Knecht. Hä? Also ich meine, krass. Und das könnt ihr alle ausmachen. Servus ist lateinisch für Sklave, ja. Das ist doch einfach gruselig. Gibt uns das dann nicht Hinweise auf die Wahrheit? Ich habe das auch mal ausprobiert. Hier, zum Beispiel. YouTube. Woher kommst du? YouTube. Woher kommst du? Das heißt, YouTube möchte wissen, wo ich bin. Warum will YouTube das wissen? Werde ich gesucht? Von der Regierung? Regierung.
Regium. Ja. Also. Das kommt da raus, Leute. Quelle Google. Ich habe auch, weißt du noch, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich auch sehr viel aus Google-Besitzer zitiert. Also nur Besitzer, Google-Besitzer. Weil das ist eine sehr vertrauenswürdige Quelle. Auf jeden Fall, ja. Vermutet. Aber das jetzt so schwarz auf weiß zu haben, das ist einfach krass. Okay. Ich glaube, ich habe genug gesehen. TikTok hat mir gezeigt, dass es so viele Dinge gibt im Verborgenen, über die nur so ein ganz kleiner Teil von Leuten auf... Rezo hat den Nebel hier gezeigt. Nebel. Oh mein Gott, Rezo ist einer von denen. Geklärt sind. Kirchen, die mal Batterien waren. Worte, die was ganz anderes bedeuten. Tauben, die eigentlich Überwachungsdrohnen sind. Ich weiß, für viele von euch ist das immer noch Verschwörungsbullshit. Aber durch die mutigen Aufklärer da bei TikTok könnt ihr aufwachen. Es gibt Tage, an denen der Mond am Himmel zu sehen ist. Und manche von euch glauben immer noch an eine runde Erde. Was ist der Unterschied zwischen der Verschwörungstheorie und der Wahrheit? Ja, was ist der Unterschied? Ja. Ungefähr 6 Monate. Exakt. Wenn wir nämlich geimpft werden, dann kriegen wir Mikrochips in uns Blut, wo wir dann mit so... Also das meint ihr, das sind 6 Monaten? Dass in 6 Monaten die Theorie widerlegt wird? Oder was soll in 6 Monaten passieren? Ich bin verwirrt jetzt komplett. Quantencomputer mit gesteuert werden können. UNICEF entführt Kinder mit Bill Gates, um die zu essen. Warum wisst ihr davon nichts? Letztlich kann man wirklich sagen... Weil die Verschwörungserzählung quasi in 6 Monaten dann wahr wird und alles dann wirklich die Wahrheit entspricht. Dann ist die Wahrheit. Das ist der Unterschied zwischen Erzählung und... Ja, jetzt... Okay. Weil wir dann Corona-Jahr wegen der Impfung gestorben sind. Ich erinnere mich, ich wurde auch geimpft und bin auch gestorben. Stimmt, ganz vergessen. Verschwörungstheorie ist wahr geworden. Jede Katzen werden mit Mikrowellenfutter Homo gemacht. Oh, vor allem das ist auch dieser Typ hier, der komische Typ hier, dieser Hopf, der heißt Hopf hier, und der erzählt auch einfach nur komplette Lügen. So viele Sachen wurden einfach schon bei ihm debunked, weil er irgendwelche Sachen erfindet. Richtiger Vollhonk. Wirklich, nee. Der hat so einen Podcast, Hoss und Hopf. Und Hoss ist ja auch dieser Pharao, weiß ich nicht, wie ihr kennt. Pharao hat früher YouTube-Videos gemacht, hat dann ein bisschen Geld verdient, hat dann irgendwie in Bitcoin investiert, als es gerade, ne, die heiße Zeit war. Wurde dann Millionär und hat dann sich immer wieder neu erfunden. Hat dann irgendwie die Kyle Hoss hat er sich genannt dann auf YouTube, hat dann so Videos gemacht und auch teilweise die Hoss-Gang oder die Kyle-Gang oder so, das hatte ich genannt. Und dann hat er doch wieder aufgehört, das war dann mit diesem Hopf zusammen, diesen Podcast da über Bitcoin, Krypto und sowas und wo er, der Hopf, halt dann irgendwelche Schwachsinnskacke erzählt. Wahr geworden. Jede Katzen werden mit Mikrowellenfutter Homo gemacht. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen die Augen öffnen. Konnte euch zeigen, dass dieses Geschwurbel eigentlich die große Wahrheit ist. Lauft nicht blind durchs Leben. Seht Dinge, wenn ab heute gilt. Wer heutzutage im Jahr 2023 kein Verschwörungstheoretiker mehr ist, dann begeht Verrat an seiner Bevölkerung. So nämlich. Also, werft eure Bilder. Man hat dann auch dieses Alpha Industries T-Shirt an von Kollegah, ne? Das erklärt so einiges. Och nein. Bildung weg. Informiert euch im Internet und überprüft keine Quellen. Also ich habe noch nie ein Video gesehen, wo Rezo durchgehend sarkastisch war. Du machst ganz am Ende immer so eine kleine so, ihr Leute, Retalk jetzt und haben kurz erzählt, so was Fakt ist. Aber hier hat er wirklich durchgehend, war nur sarkastisch bis zum Schluss. Sagt, keine Quellen überprüfen, Leute, niemals und sowas, ne? Ja. Aber es war indirekt auch wieder, ne, ein Appell so ein bisschen.